Willkommen zum Fenster Diskriminante vom Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. In diesem Fenster steht nun die Anzahl der Lösungen von x hoch 2 plus p mal x plus q ist gleich 0, hängen von der Diskriminante d ist gleich Klammer auf p halber Klammer zu zum Quadrat minus q ab. Um diesen Satz zu verstehen zu können, schauen wir uns nochmal die kleine Lösungsformel an. Zur Erinnerung, ich schreibe sie hier nochmal auf. Die kleine Lösungsformel lautet x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Das Ganze unter die Wurzel. Gut, wenn wir die kleine Lösungsformel nun mit der Diskriminante vergleichen, dann erkennen wir, dass dieser Ausdruck hier unter der Wurzel, also das p halbe zum Quadrat minus q, genau die Diskriminante d ist. Und das heißt, scheinbar, wenn dieser Satz hier stimmt, der erste Satz, dann können wir scheinbar nur aufgrund von der Diskriminante, das ist aufgrund von dem Ausdruck unter der Wurzel, erkennen, ob unsere quadratische Gleichung keine Lösung, eine Lösung oder zwei Lösungen hat. Gut, wie soll das nun funktionieren? Hier haben wir drei Fälle unterschieden, nämlich den Fall, dass die Diskriminante größer 0 ist, den Fall, dass die Diskriminante gleich 0 ist und dass sie kleiner 0 ist. Betrachten wir nun jeden der drei Fälle einzeln. Das heißt, schauen wir uns zuerst an, was passiert, wenn unsere Diskriminante d größer als 0 ist. Zunächst mal setzen wir zur Vereinfachung einfach für den Ausdruck unter der Wurzel den Wert d ein, also das große d für die Diskriminante. Das heißt, wir haben dann hier x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus d. Und da die Diskriminante d sicher ein positiver Wert ist, also größer 0, können wir hier garantiert die Wurzel ziehen und wir erhalten somit x1 ist gleich minus p halbe und nun wählen wir das Plus, also Pluswurzel aus d. Und nun für die zweite Lösung, x2, schreiben wir p halbe minus die Wurzel aus d. Und da wir die Wurzel aus d garantiert sicher berechnen können, weil d ja größer 0 ist, erhalten wir hier sicher zwei Lösungen. Das heißt, wir können einsetzen, wenn d größer 0 ist, also unsere Diskriminante ist positiv, dann hat die quadratische Gleichung hier zwei Lösungen in den reellen Zahlen. Nun schauen wir uns den Fall an, also den zweiten Fall, dass die Diskriminante d gleich 0 ist. Wir betrachten wieder unsere kleine Lösungsformel und setzen aber diesmal für d sofort 0 ein. Das heißt, wir erhalten x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus 0 und die Wurzel aus 0 ist 0, das heißt plus minus 0. Das ist unsere erste Lösung, x1 ist gleich minus p halbe plus 0. Und unsere zweite Lösung wäre x2 ist gleich minus p halbe minus 0. Aber Moment, ich habe jetzt hier zwei Lösungen hingeschrieben, x1 und x2, die ja tatsächlich aber identisch sind. Denn es spielt keine Rolle, ob ich hier hinten plus 0 rechne oder minus 0. Das heißt, eigentlich ist es so, dass x1 und x2 dieselbe Lösung, derselbe Wert sind. Das heißt, wir können daraus schließen, dass wenn die Diskriminante gleich 0 ist, dann hat die quadratische Gleichung genau eine Lösung in den reellen Zahlen. Und nun haben wir hier noch den dritten Fall, nämlich wenn d kleiner als 0 ist. Und hierfür, beim dritten Fall, brauchen wir gar nicht viel rechnen. Wir
werfen einfach nochmal einen Blick hier auf den ersten Fall zurück. Und hier haben wir ja gesagt, wenn unsere Diskriminante positiv ist, also d größer als 0 ist, dann können wir hier die Wurzel ziehen und erhalten deshalb auf jeden Fall zwei Lösungen. Nun, beim dritten Fall ist es so, unsere Diskriminante ist negativ, also kleiner 0. Das heißt, wir können die Wurzel aus der Diskriminante, die Wurzel aus d, gar nicht ziehen, weil die Wurzel von einer negativen Zahl ist in den reellen Zahlen nicht definiert. Das heißt, für den dritten Fall, wenn unsere Diskriminante kleiner als 0 ist, dann hat die quadratische Gleichung keine Lösung in den reellen Zahlen. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.